So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des Live-Trading-TV-Formats von JFD Brokers. Heute hatten wir einen sehr freundlichen Handelstag. Das wurde unterstützt durch gute Konjunkturdaten in Amerika und die Hoffnung, dass die Notenbanken weitere Maßnahmen ergreifen, um die Konjunktur anzukurbeln. So, für uns war das nicht ganz so gut, deswegen fangen wir gleich mal im Dow Jones an. Dieses Abwärtsszenario wurde zunächst optimal abgearbeitet. Bis heute Nacht, ab ca. 4 Uhr, kam dann hier die Trendwende rein. Mittags noch gegen 12 Uhr, also hier lag der Stopp, eingestiegen sind wie hier, Teilverkäufe fanden an der Unterstützung statt, deswegen wurde es auch gar kein Minustrade, aber auch nichts, wo man sich rühmen kann. Aber trotzdem noch alles richtig gemacht, denn hier hätte unterhalb dieser Marke hätte der DAX einfach noch schön weiterfallen können, was ich auch in den Videos immer dargestellt habe. Aber mit dem Bruch war natürlich ist sehr wahrscheinlich, dass es eben weiter nach oben geht. Und wie man hier sieht, kommt er jetzt hier an den nächsten Weekly-Widerstand hin. Und bis zur nächst größeren Hauptwiderstandslinie wäre jetzt eben auch die 17.000er Marke zu nennen oder 17.100. Und noch eben im morgigen Tag, aber das liegt ja dann entweder der 17.000, da werden sich die Marktteilnehmer den Index sicherlich, wenn er bei 16.950 liegt etwa oder 60 oder dann auf diese Trendlinie trifft, wird das auch sicherlich auf 17.000 gehen. Also hier gibt es im Moment nichts Neues noch, außer dass im Prinzip eher nach dem direkten Hoch wäre es schön, dann wird es höchstwahrscheinlich auch nur noch mal bis 18.630 gehen und dann folgt noch ein weiteres Hoch. Deswegen Short-Positionen, wenn überhaupt Intraday sehr eng absichern, allerdings eher auch wieder, wird es morgen früh oder in der Nacht etwa der Index vielleicht noch auf 16.900 gehen, dann mit dem europäischen Handel dürfte der DAX eben auch natürlich noch steigen nach der Rallye und dann eben mittags seitlich korrigieren und dann nochmal ansteigen. So ist der Plan erstmal. Im DAX wurde das Kaufsignal ja ausgesetzt, wäre jetzt für mich um 17 Uhr auch wirklich nicht unbedingt auch so umsetzbar, wäre mir zu riskant gewesen, da zu diesem Zeitpunkt eben der Dow hätte noch fallen können. Was passiert nun, auch wenn wir jetzt hier direkt im DAX ja nicht investiert sind, im BMW, Puma Aktie ist man ja noch investiert. Hier kann jetzt der Index eben morgen, wie erwähnt, noch auf 9.860 ansteigen. Dann sollte er konsolidieren und anschließend wäre höchstwahrscheinlich sogar morgen vielleicht noch sogar die 10.000 möglich, aber im Prinzip alles nach der Reihe. Erstmal nochmal ein 150 Punkte Anstieg etwa und dann Konsolidierung und dann nochmal ein Move nach oben. Vielleicht aber auch nur, um hier das Gap bei 9.970 zu schließen. Wie gesagt, BMW läuft. Teilverkäufe wurden hier am EMA 38 getätigt und hier sieht es jetzt wirklich danach aus, dass dieses Setup, was seit 12.02. Bestand hat, komplett so abgearbeitet wird. Tageschart vielleicht nochmal. Wo hier mögliche Marken liegen. Ja, hier ist noch das Gap eben, was ich vorher erwähnt habe. Und sonst dürfte liegt hier noch die Oberkante des Rainbows bei 10.000.
ein Blick auf die Forex-Märkte. Short-Szenario freitags erfolgreich, nichts Neues, australischer Dollar. Hier wurde man noch nicht eingestoppt, allerdings eben hier beim Pfund gegenüber dem Yen. Und mittags, ich glaube, ich habe auch noch das dann noch veröffentlicht, ja, wurde ein Rücklauf an die 1,5750 präferiert nach dem Kaufsignal. Tatsächlich kam das und ist jetzt hier deutlich im Gewinn. Allerdings könnte es jetzt hier nach den Mustern her auch schon zu Ende sein. Also eine Stoppanhebung auf dieses Tief wäre sicherlich nicht verkehrt. Dann hätte man noch rund 100 Pips Risiko. Aktuell liegt man nur 50 Pips im Plus. Also kann man hier noch einfach nur den Stopp anheben. Hier hat es jetzt vollständig das Kursziel abgearbeitet oder den Korrekturbereich erreicht. Man ist aber hier oben eingestiegen schon. Aber wie gesagt, auch immer erwähnt, dass es hier diesen Bereich natürlich noch treffen kann. Was dann auch der Fall war. Hier liegt ein weiteres Setup vor, was aktiviert wurde. Euro, kanadischer Dollar. Wurde hier auch das Kauflimit ausgeführt. In diesen Bereich rein. Und ja, hier der präferierte Pfeil, das Tief genau erreicht. Und nun sollte es nach einer kleinen Aufwärtsbewegung vielleicht noch ein Tief folgen. Und dann dürfte es jetzt hier auch gewesen sein. Das war's. Danke fürs Zuhören. Und man hört sich dann morgen wieder.